rein in die Leitung. Tobi Rathloff ist hier. Wer ist dran? Annette Rübenkönig, 58, aus Annatal, Bürokauffrau. Michael Hufe, Reichenberger Straße in Kaben, 56 Jahre, Zahntechniker. Jennifer Weigand, 38, Freigericht, Finanzbeamtin. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen. Hessens frühestes Weihnachtsplätzchen backen mit Julia. Ich glaube, das ist lang, oder? Ja. Die Weihnachtsbäckerei ist im vollen Gange. Ein Blech nach dem anderen, ein Teig nach dem anderen fliegt ihr durch die Küche mit unseren FFH-Glücksminuten-Gewinnerinnen und Gewinnern, die das Plätzchenbacken mit Julia gewonnen haben. Ja, läuft doch ganz gut bisher, oder? Ja. Die Julia hat gerade Aufgaben verteilt. Ja, ich werde die Vanillekipfel machen. Die sind ja nur zu knubbeln. Und Backbleche hast du auch schon einmal rausgeholt. Was kann man dir sonst so zutrauen an Aufgaben? Nun probieren und zuschauen. Geil riecht es. Sehr gut riecht es schon. Wie Weihnachten. Achtung, heiße Ware. Na, man hört, knackig kross. Ja, ist aber lecker. Das früheste Plätzchenbacken Hessens haben wir hinter uns gebracht und jetzt können wir essen.